Bismillahirrahmanirrahim. Wir sind hier in Damaskus und stehen vor der Moschee, in der die Grabstätte von Miqdad ibn al-Aswad al-Kindi ist. Diese Grabstätte ist ca. 8 Kilometer vom großen Mausoleum der Zainab entfernt, in einem Stadtteil, der nach ihm benannt wurde. Miqdad ibn al-Aswad al-Kindi ist einer der ersten Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und einer der Auswanderer. Er gehörte zu den wenigen getreuen Imam Alis a.s., die auch in schwierigen Zeiten zu ihm hielten. Er hat sein Leben lang Abu Bakr den Treueeid verweigert. Al-Miqdad gehörte zum Stamm der Kunda bzw. Kindi und ist ca. 37 Jahre vor der Auswanderung geboren. Mit einem Stammesangehörigen namens Shamir ibn Hajjar al-Kindi hatte er eine Auseinandersetzung, die ihn dazu bewegte, seinen Stamm zu verlassen. Bereits in jungen Jahren hat er sich von seinem Stamm getrennt und war Bürger Mekkas geworden. Dort wurde er von Al-Aswad ibn Abdi Yaruta al-Zuhri als Kind angenommen. Daher wurde er Miqdad ibn al-Aswad genannt, obwohl Al-Aswad nicht sein leiblicher Vater war. Der Name seines eigentlichen Vaters war wohl Amr ibn Thalaba. Gemäß manchen Überlieferungen wurde der Vers 33